Feuerio zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Miitopia. Ich bin Baloo und wir gehen weiter. Wir haben eine geheime Tür geöffnet und gucken jetzt, was uns dahinter erwartet. Noch was Spannendes? Irgendwas Cooles? Da ist nur eine Treppe, eine Kiste. Vielleicht ist da ja was drin. Haha, vielleicht nichts für Basti, vielleicht hätte ich Basti zu Hause lassen sollen. Na, ob das das Schlauste war? Weh, da ist was für Basti drin, ich heule so. Da war nur Geld drin, was? Nein, ich wollte Ausrüstung haben, Mann! Bitte keine Kämpfe mehr. Außerdem hat der Goldblock 20.000 Gold gebracht. Das war viel mehr als das, was ich jetzt gerade kriege. Und dann ist auch noch, it's a trap. It's a trap. Oh, Hallöchen. Banshees. Mega-Explosion. Bums. Oh, SM. Sinus kann AOE. Basti kann mit seinem Normalangriff AOE. Und die Prinzessin kann gar nichts. Parfüm kann sie, ja gut. Das hilft jetzt aber nur bedingt, weil das erhöht ja nur den Schaden auf den Viechern. Das ist nicht gut. Die ziehen jetzt alles Mana ab. Ah, ne, eine verhaut uns sogar. Ah, ein bisschen Mana abziehen. Ist schon okay. Gut gemacht, Basti. Sein AOE-Angriff ist nicht schlecht. Gefällt mir. Schon vorbei. Ja, und da ist Basti Level 22. Jetzt ist er genauso stark wie alle anderen. Aber wieso kriegt er so viel mehr Stats? Ist das normal? Voll übel. Brauche Futter. Spitze. Komm schon, ich wollte eine Kiste haben mit Loot drin. Mit coolem... Da war in dieser normalen Kiste einfach mal genauso viel Gold drin wie in dieser goldenen Kiste. Warum werde ich euch jetzt gerade mit Gold so überhäuft? Die ganze Zeit kriegt man nichts und jetzt werfen sie einfach einen zu mit Gold. Hier, bitteschön. Pling! Zin Sumiri können sich loben, ja. Das ist ganz nützlich für Bosskämpfe. Leon Klüm, ja, Krankenbesuch, ja, ist schon okay. Schon gut. Gut, möchte jemand was kaufen? Ich habe irgendwie ein bisschen Geld über. Jetzt kriegst du auch deine blöde Traumuniform. Bitteschön. Und? Gefällt sie dir? Wir machen aber lieber die grünen Trauben. Die mag ich lieber als die roten Trauben. Wie ist es bei euch? Welche Trauben mögt ihr lieber? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann kriegen wir auch noch ein bisschen Action in die Kommentare rein. So, Zinus. Kriegst du auch deinen neuen Kittel. Hier, bitteschön. Ich will mich ja jetzt nicht lumpen lassen. Wird das eigentlich schlimmer, dieses Spiel? Je länger ich das spiele, desto schlimmer wird das einfach. Ich könnte mich die ganze Zeit nur drüber aufregen. Da soll mir einer nochmal sagen, ich bin immer negativ gelaunt. Das stimmt gar nicht. Boah, wie cool ist das Ding da? Das Dämonengeschoss. Bitte eins, bitte. Bitte, Roulette, bitte. Bitte? Nein, gib dein Bonbon. So langsam weiß man, wo es stoppen muss, damit man das kriegt, was man haben will. Naja. Nee. Das probieren wir gar nicht erst aus. Das probieren wir nicht aus. Gut, dann gehen wir einfach weiter. Richtig? Richtig. Level 22, wir haben keinen Level 21er, den ich austauschen muss. Nö, dann bleibt das Team so lange, bis irgendwer Level 23 erreicht. 20 Uniformen für Köche gesammelt, ich weiß. Und 20 Uniformen für den Forscher. Hä? Für den nicht? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Aber gut, wer weiß das schon. Vorwärts, Marsch. Auf Reisen zählt nur eins, die Freundschaft. Ja, das ist wichtig. Was passiert jetzt wieder? Herr Baloo! Ach der, guten Tag, ich habe Post für Sie. Hier, Sie sind doch Herr Baloo, ne? Ja, bin ich. Was ist hier drin? Du hast einen Brief erhalten. Damit wäre meine Arbeit getan. Tschüss. Wiedersehen. Lieber Baloo, welch wunderbarer Tag. Mein Tipp, wenn ungemacht droht, einfach lachen. Das hilft immer, deine Chiara. Ha, wäre schön, wenn wir den dunklen Fürsten auch einfach weglachen könnten. Dunkleren, Baloo, dunkleren. Wenn ihr nochmal weiter über Revi seinen blöden Modegeschmack labert, dann schrei ich. Oh, wer kommt da? Sind das die drei Feen? Ja, Dougie B, Jody und Lea. Guck mal, die Augen von Lea und Jody sind einfach fast gleich. Das ganze Gesicht von Lea und Jody sind fast gleich. Was zum? Egal. Schon wieder, es reicht, auch Menno. Was sind die denn? Eine Leerquappe? Ein roter Dougie-Bee-Frosch, der ist ein bisschen eklig.
Und eine Jodie-Quappe. Die Kaulquappen sind ja irgendwie süß. Aber dieser Frosch, ne, der ist schick. Steht dir, Dagi, steht dir. Dagi sollte sich immer als Frosch verkleiden. Dieses sammelt MP, das stimmt doch überhaupt nicht. Das passiert doch gar nicht, während Timus das macht. Ich hab's zumindest noch nie gesehen. Wow, das war echt wenig. Mann, diese Kaulquappen leben immer noch. Neue Fähigkeit von Basti. Eisiger Nebel, jetzt bin ich aber gespannt. Mit Basti Balouis Hilfe. Oh, Eisiger Nebel plus 1, oder? Das hat nicht gereicht. Oh, oh. Oh, oh. Die Dinger halten aber mehr aus, als ich gedacht habe. Wir haben auch keinen dabei, den es sich lohnt zu ultrafizieren. Wir sind alle sehr mana-lastig hier. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Kaulquappen irgendwie ein bisschen schwächer sind. Aber gut. Das schaffen wir schon irgendwie. Jetzt kommt der Dagibi-Frosch. Und oh nein. Jetzt geht das wieder los. Hier, nimm diese HP-Banane von mir. Oh, was? Revi kann nützlich sein? Was um alles in der Welt? Das ist aber was Seltsames. Los, Balui, Mega-Explosion. Aber mit der Hilfe von den anderen, bitte. Der Frosch, der springt auf. Der wird uns wieder alle umbringen, wenn wir Pech haben. Ich weiß nicht, aber der darf noch einmal einatmen. Und dann muss ich ja zusehen, dass ich vielleicht es schaffe, dass wir die Schutzschild einsetzen. Weil sonst könnte sein, dass einige sterben dabei. Ja, sehr schön. Aua. Nicht Basti. Also Basti müsste jetzt ausweichen können, theoretisch. Ja, sehr schön. Warnen plus ist einfach der Wahnsinn. Oh oh. Ja, das wollte ich eben verhindern. Aber gut. Ich dachte, er würde wenigstens einmal normal angreifen. Hat er nicht. Habe ich mich vertan. Nicht so schlimm. Sieht trotzdem so aus, als wenn wir gewinnen würden. Haha. Das allein zählt. Was? Revi hat mal 3 Schaden gemacht. Das ist aber ein Wunder. Und Explosion. Ah, Feurio. 2 Kaulquappen sind schon mal tot. Und jetzt fehlt nur noch Dagibi. Der dicke Frosch Dagibi. Der da einfach wabbelt jedes Mal, wenn man draufhaut. Und Dena. Fächerwelle. Sehr schön. Boah, Alter, das macht einfach so viel Schaden. Nicht übel, oder? Warum ist die Prinzessin auf einmal so stark geworden? Danke. Pling. Nächste. Merci vielmals. Merci, dass es dich gibt. Auf jeden Fall, Dankeschön. Bitte schön, auf Wiedersehen. Ah, haben wir wieder Leute gerettet. Das ist das, was wir hier den ganzen Tag machen. Geschafft. Einmal dick XP. Oh, Level Up für Sibali. Bitte neue Fähigkeit. Bitte eine. Fies. Keine neue Fähigkeit für Balui. Und da kriegen unsere 3 schicken Elfen ein neues Gesicht. Hübsch, sexy oder so. So eine Erleichterung. Puh, der dunkle Fürst hat offensichtlich ein gewaltiges Upgrade erhalten. Dunklerer Fürst? Ungespielt, alberne Bezeichnung. Wenn es nur das wäre, der Typ ist penetrant. Aber du wirst schon mit ihm fertig werden, Schätzchen. Nimm dich in Acht, wir warten im Dorf auf dich. Wenn du verlierst, bekommst du es mit mir zu tun. Fies, wir haben euch gerettet. Hoffentlich geht alles gut aus. Ja, das hoffe ich auch. Aber wir werden ungespielt schon aufhalten können. Hoffe ich. Und da ist ein Höllen-Hotdog noch drin. Wow. Wie lange ist der eigentlich schon in der Kiste? Ich weiß nicht, ob ich den noch essen möchte. Pling, pling, pling. Duap, duap. Oh ne, noch nur normal. Dena und Basti. Ja, das muss bei euch auch echt noch ein bisschen Beziehungslevel wachsen. Krankenbesuch. Ja. Ich finde das gut. Unsere Beziehungslevel steigen immer mehr. Möchte jemand was kaufen? Basti. Ah. Darf er haben. Er hat sich schließlich selber ausgesucht. Ich will ihm da gar nicht reinreden, aber wir nehmen es in Blau. Das passt besser zu seiner Waffe. Hm. Verdammt. Zander. Oh, Zander wird die nächste Stufe. Nee, tut mir leid. Das ist jetzt im Moment ein bisschen too much, würde ich sagen. Bisschen zu dekadent das Ganze. Da, eine Glitzerrobe. Komm, wir probieren es einmal. Einmal. Und es gibt eine Reise. Eine Reise, die ist lustig. Eine Reise, die ist schön. Denn da kann Balui mit irgendwem auf Reisen gehen. Holla hi,
Holla ho, Waluigi und Katze, die sind super froh. Ja, das hat sich gelohnt. Bitteschön, die Luxusreise ist immer mega cool. Könnte sein, dass es sogar zweimal wächst, ja. Und wir sind Level... Oh, ich muss sie leider austauschen. Zangangriff, fertig, Ende Gelände, tschüss. Tut mir leid, für mehr brauche ich das dann nicht mehr. Ich würde sagen, Katze, du gehst weg und... Na, warte, Baloo, brauchen wir ein neues. Baloo braucht Zinus. Zinus oder Zander. Na, wir fangen mal erstmal Zander, würde ich sagen. So, wie ist das Beziehung zwischen Katze und Riol? Riol und Katze ist gut, das kann sich leveln. Das freut mich, das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Schön, schön, schön. Okay. Was zu essen für alle wäre noch was Gutes, was ich tun könnte, ne? Einmal bitte hier essen. Oh, Baloo kriegt immer nur Benji-Tränen. Ah, das waren die guten Benji-Tränen, die er mag. Wie alle immer alle Stats erhöht kriegen. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll wäre oder ob es besser gewesen wäre, wenn man es einzeln verteilt hätte. Aber keine Lust. So, auf geht's. Team Baba hätte ich fast gesagt. Das ist gar nicht Team Baba. Das ist Team, keine Ahnung. Oh nein. Ich will keine Quizze mehr machen. Ich bin einfach scheiße drin in Quizze. Ich habe da nie eine Chance. Wer könnte immer weiter spielen? Nicht der einzig wahre Chris Freak. Und wer könnte immer weiter verlieren? Ich, Baloo, der einzig wahre Volltrottel. Unfähige Volltrottel, Entschuldigung. Oh, mir fällt jetzt erst auf, dass du neue Kleidung trägst. Ja, die steht ihm, ne? Steht dir echt gut, ja. Juhu, es ist doch noch jemandem aufgefallen. Das Kompliment kam gut an, ja. Das war's, aber das war nicht ernst gemeint, Basti. Es tut mir leid. Zum Glück hörst du mich nicht. Ich trage heute meine Lieblingssachen. Ja, Basti. Basti ist wirklich verliebt in seine neuen Kleidung. Kleiderstücke da. Ein Spielschein. Das ist warum. Können auch ruhig ein bisschen mehr geben. Ich will ein Hündchen, ich nicht. Rar, meine Güte, ich könnte an Ort und Stelle einschlafen. Ich habe letzte Nacht kein Auge zugetan. Mir ging einfach so viel durch den Kopf und deswegen bin ich jetzt todmüde. Zinus, hörst du mir überhaupt zu? Weißt du, das heißt wohl nein. Fies. Gut gemacht, Zinus. Oh, Mann. Oh, süß. Okay, das ist jetzt easy. Eine Explosion und das Ganze ist Geschichte. Blablablablab. Sag ich doch. Das war leicht. Und weiter im Text. Kommt wohl noch irgendwas? Ob Rivi irgendwelche Geheimnisse hat? Wer weiß, wer weiß. Als ich der dunkle Fürst war, Nun, da lernte ich ein wenig die Gedankenwelt des dunklen Fluchs kennen. Und was ist sein Ziel? Ich glaube, er möchte einfach nur alle leiden sehen. Er ist ein fürchterliches Wesen. Sein Herz ist erfüllt von Hass, Neid und Zorn den Leuten gegenüber. Es fließt geradezu über vor unbändiger Bosheit. Uiuiui, so jemanden dürfen wir auf keinen Fall frei rumlaufen lassen. Ach, es ist alles meine Schuld. Wäre ich doch bloß stark geblieben und hätte seiner Versuchung widerstanden. Ach, mach dir keine Vorwürfe mehr. Ich werde ihn mir vorknöpfen. Ach, danke, das macht mir Mut. Kein Problem, ich besiege den dunklen Fürsten im Alleingang. Nein, warte, ich habe ein cooles Team, was mir hilft. Das ist doch schon gut genug, oder nicht? Oh, kein Beziehungslevel. Traurig, traurig. So, möchte vielleicht noch irgendwer was kaufen? Ja, Katze. Katze möchte der gestiefelte Kater werden. Ja gut, wir haben's Geld. Ne? Wenn wir das Geld haben, können wir uns alles erlauben. Bitteschön. Warum ist der gestiefelte Kater grün? Mit den Orange. War der orange? Aber der war nicht grün. Ich weiß die Farbe nicht. Also ich kenne das nur von Disney, dieses der gestiefelte Kater. Aber das zählt ja nicht. Und der Melonenpanzer für Riol. Wir sind heute mal freigebig. Aber jetzt so langsam wird's schon wieder eng mit dem Geld. Die letzten 3 Tage passiert immer nur Scheiße in diesem Spiel, ehrlich. Vielleicht liegt es am Tag, wo ich das gerade aufnehme, aber das ist echt mies. Richtig mies. Stimmt, das Roulette? Nee, das habe ich nicht probiert, aber das werde ich auch nicht probieren. Wir gehen einfach weiter. Wir ignorieren es. So, was haben wir jetzt für eine Route vor uns? 20 besondere verschiedene Kleidung, die Catsuit für Katze. Ja, sexy. Wo müssen wir denn jetzt hin? Genau, zum gewissen Duellmeister. Ich will nicht. Leute, also, wenn ich es wieder verkacke, tut's mir leid. Ansonsten könnt ihr aber auch wieder, wie immer, gerne mitmachen. Pausiert die Fragen, drückt Leertaste. Das Video pausieren, meine ich. Schreibt eure Antwort rein und dann könnt ihr mitmachen.
So. Wer könnte mal weiter spielen? Ich wieder als ich war, Chris Freak. Wir spielen Vorhang auf. Ja. Lass uns gleich anfangen. Die Fragen sind mittlerweile so schwer, dass ich überhaupt keine Chance habe. Also, es gibt drei Fragen. Wer war das? Okay, ihr könnt pausieren und die Antwort reinschreiben. Ich warte immer noch. Und es war, ich glaube, Basti. Yay! Yay! Ich habe endlich mal wieder eine Frage beim blöden Chris Freak richtig gemacht. Und nächster Vorhang. Ja, ist klar. Ist klar. Mach den Vorhang doch am besten ganz zu, damit ich raten kann, wer es war. Wer war es? Wer war es? Pausiert es, fragt, beantwortet. Ich glaube, es war Klüpp. Das war richtig. So, jetzt wird im letzten Mal wirklich der Vorhang einfach nur noch ein Mikrospalt auf sein. Das war jetzt fies. Wer war denn das? Ich glaube, es war morgen. Er selbst. Nein, war. Leck mich doch an die Füße. Ehrlich. Das ist einfach diese Rätsel, ne? Ich weiß nicht, habt ihr alles richtig gehabt? Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, weil Luis ist einfach ein bisschen unfähig. Jetzt gibt es nur eine Banane anstelle. Fünf. Du hast zwei Fragen richtig beantwortet. Nein, ein Bananenbonbon krieg ich sogar. Dankeschön. Tschüss. Oh Mann. Reden wir nicht drüber. Ich hasse die Rätsel mittlerweile. Am Anfang waren die machbar. Mittlerweile aber sind die so schwer geworden, das macht echt keinen Spaß mehr. Was sagt denn die nächste Route? Was bringt es auf der nächsten Route für uns? Ob Revi irgendwelche Geheimnisse hat? Na, wer weiß. Schild und Schwert, meine Freunde. Todesschild und Todesschwert. Ah. Machen wir vielleicht erstmal Megafeuer. Ich will da jetzt... Explosion bringt da wahrscheinlich nicht so viel. Ach, gut. Ich wusste nicht, dass es so einfach zu besiegen ist. Dena. Team ist gut, Monster sind schwach, alles super. Was will man mehr? Ihr habt ganz toll gekämpft, ja, super Team. Ich werde Revi zeigen, was ich drauf habe. Ja, Dena, du hast mit ihm ein Büro oder ihr seid in einem Bürogebäude trotzdem. Das gefällt mir immer weniger, was da gerade ankommt. Mega-Explosion. Mit angehen, das ist gut. Hahaha. Sind zumindest schon mal die Schilder, die ihn schützen könnten, weg. Muss nur noch dieser Dämon weg. Der hält aber meistens viel aus. Meistens. Es sei denn, man hat so ein krasses Team wie unseres. Dann nicht. Ach, ich hätte ewig so weitermachen können. Ja. Wird das jetzt noch schwerer? Also kommen jetzt noch mehr Schilder, noch mehr Schwerter oder so? Das ist mir so leicht gerade. Ah, oh, Balui. Oh. Bisher war immer nach rechts gehen schlecht. Das heißt, wir gehen jetzt mal nach links. Oder nach links ist immer so der sinnvollste Weg gewesen. Aua. Oder auch nicht. Oh, das gibt Ärger. Auch Balui, bist wieder auf alle sauer. Was zum Henker, ey, ehrlich. Bist auch eine Zicke wie alle anderen. Man hat mich gehauen, weil ich im Dunkeln irgendwo hin stolziert bin. Das ist ein Drochi mit einer Kugel. Cool. Mich wundert nur gerade, wie sich das hier aufbaut. Wir nehmen mal mehr Schildern und Schwertern. Macht mir das ein bisschen Sorge. Also ein bisschen. Oh, ich wollte das nicht besiegen. Das war so süß. Fies. Juhu, gewonnen. Und es gab Teller Müllerin Art. Lecker. Das war... Was ist denn los? Sind wieder Schilder und Schwerter? Passt mal auf. Nee, drei Drachis. Drochis, Entschuldigung. Bitteschön, Mega-Explosion. Mit Bastis Hilfe. Bums. Sinus? Reicht dein AOE wohl aus? Die Drachen sehen nämlich sehr gefährlich aus, wenn ich ehrlich bin. Nein, warum machst du Parfüm? Warum tötest du sie nicht einfach? Ah, Bastis Giftnebel sorgt dafür, dass sie alle sterben. Ich bin ja nicht gehässig oder so, aber gut. Sehr schön. Oh, Zinus ist fast Level 13. Schlange Müllerinnenart, ja. Ich dachte, das gibt's nur bei... Bei welchem Essen gibt's das? So Steak? Schnitzel? Du, bei was? Fisch! Fisch! Natürlich Fisch! Oh. Du hast 150 unterschiedliche Arten von Monster in Mythopia besiegt. Juhu! Toll, und da gibt's direkt wieder einen Notfall. Wer ist krank? Miri? Nein, Basti. Oh nein, warum Basti? Oh.
Toll. Das heißt, den muss ich austauschen aus dem Team. Hat halt Pech. So, möchte irgendwer noch was kaufen? Das Dämonengeschoss für Riol oder den Smut-Tier-Anzug? Leider ist das schon die nächste Stufe, die kriegst du nicht. Da gibt lieber Riol eine neue Waffe. Und da ist das Dämonengeschoss. Erhöht den Angriff einfach mal um 15. Alter, das ist voll viel. Ich weiß nicht, ob ich nicht doch den Smut-Tier-Anzug kaufen soll oder nicht. So. Ja, das Ding versuchen wir gar nicht erst zu gewinnen. Gut, ihr Lieben, aber das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen und ihr kommt morgen wieder. Da gibt's die nächste Folge. Danke fürs dabei sein. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und vor allen Dingen, bleibt schön feurig. Tschüss.